Zuckermäusüß. Dumm, die dumm, die dumm. Geh aus meinem Gesicht. Nimm das jetzt. Das sieht so aus, als hättest du zwei leuchtende Hupen. Alarm. Hey, Macarena. Ei. Haben wir verkackt? Ach, das war's. Was zur Hölle? Leck's mich doch am Arsch. So. Da, bitteschön. Folgen Sie mir. Oh Gott. Yes. Return to home. Three nightmares. Just another wannabe horror. Ich schiele mal auf die. Ja, wannabe. Was? Katja. Es lädt noch, ne? Es lädt noch. Ich schielte gerade so ein bisschen mit einem Auge auf Streamlabs. Da ist es aber dunkel. Da sehe ich nicht das, was ich jetzt hier sehe. Doch, jetzt sehe ich es. Okay. Okay, okay. Three nightmares, just another wannabe horror game. Stop to play music here. Sekunde, ich muss wieder die Brille richtig aufsetzen. Ugh. So. Ah. Drei Albträume. Stop play music hier. Epilepsie-Warnung, oh nein. Warum macht der denn immer Epilepsie? You can turn off post-processing here. Ich verstehe. Oh, sollen wir starten? Bin schon wieder am Rande meines... Bleib da einfach stehen. Ich sitze. Beweg dich mit dem Stick links. Oder bleib das? Okay, okay. Wie sitzt du? Sitzt. Wo hast du denn die Sitzposition überhaupt gefunden? Wenn ich wenn ich B drücke, dann ist in der zweiten Reihe das zweite von rechts, steht sitzen oder stehen. Was? Wenn ich B drücke, zweite Reihe? Ja, wenn du es in der Hand hältst. Ohne das ist ja lustig. Okay. So, wie komme ich jetzt hier hin? Ah, okay. Warte mal, dann hole ich mal meinen Stuhl, dann setze ich mich mal zu dir, wegen dem Sitzen spielen willst. Ich hoffe, ich reiße jetzt meinen Kopfhörer nicht runter. Sieht es bestimmt lustig aus. Ja. Pass auf, ich setze mich jetzt, dann weißt du, was ich vorhin meinte. Wo ist mein Stuhl? Aus dem Zuhause zu tanzen. Ach, hier ist Sonne irgendwo, hier wird es warm. So. Ja. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du musstest nicht in mich rein! Na, guck mal, wie süß! Ich bin gespannt, ob man alles auch wirklich so auf der Aufnahme sieht. Wahrscheinlich! Ich weiß ja nicht. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Wir wollen das hier spielen. Oh Gott, oh Gott. So, ich gehe jetzt hier hin. Ich drücke jetzt mal. Wie drücke ich denn hier? Oh nee, das. Oh Gott. So drücke ich. Okay. Du bist auch schießen. Oh, was steht da? In den Wäldern. Warte mal, ich muss mal. Falscher Knopf. Oh, auch falscher Knopf. Oh, hier. Wie komme ich denn jetzt hier in die Einstellung? B. Okay, so. Ja, der ich obere gedacht. Von den runden Knöpfen. Ah, okay. So. Ich muss diese Weltenlautstärke hier irgendwie leiser kriegen. Das ist ja furchtbar. So. Ja, besser. Oh, es ruckelt, es leiert, es lädt irgendwas runter. Mensch, was ist denn das? So. Oh, Sonne, hör auf mich so an zu leuchten. Mein rechtes Gesicht wird warm. We're in the woods. First nightmare by the dark forest. Der erste Albtraum, im ersten Albtraum bist du in einem dunklen Wald. Du kannst deine Taschenlampe benutzen, um ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu bringen. Wo muss ich eigentlich jetzt die Hand vorhalten, wenn ich huste, damit ich nicht euch so ins Ohr huste? Es gibt zwei versteckte... Ach so.
es gibt zwei versteckte Schalter in diesem Wald, um zu entfliehen. I have to find an echo. Um zu entfliehen, musst du beide drücken. Go through und durch eine weiße Tür gehen. One switch open. Ein Knöpfchen öffnet den Keller. Knöpfchen? Ein Knöpfchen. Die Kellertür. Moment, bin ich jetzt verrutscht? One switch open. A cellar hatch in the floor. Im Boden, das ist so ein Geheimdings. Von der Waldhütte. Die weiße Tür ist down there, ist unten im Keller. Okay, also wir müssen die weiße Tür auch finden, die ist im Keller. The second switch, der zweite Knöpfchen, unlocks the white door. Achso, der zweite Knopf macht die weiße Tür dann auch. However, don't get caught bei wem? Von dark, dunklen Entitäten, die im Wald lauern. Oh yes, da ist es. Und es gibt einen dritten Switch. Der ist aber eine Falle. Besser nicht benutzen. Okay. Wie kann ich von hier aus jetzt den Knopf drücken? Gar nicht. Du musst da hinlaufen, sodass du hier, bis das Ding blau scheint. Okay, ich drücke. Halt, musst du ran? Okay, ich auch. Klick. Achso. Klick. Nee, wo ist denn Klick? Achso, Klicks. Ohr. Ja, Start, ne? Ja. Oh Gott, ich muss mich hier hinstellen. Das ist ja grausam. Wie komme ich denn jetzt da? Achso, guck mal da. Na, hallo? Ja, mal nah genug rangeht. Ich habe dich gerade gesehen. Ich habe dich auch gesehen. Nimm das jetzt. Du kannst dich auch hinhocken, wenn du... Warte mal. Geht ja gar nicht. Soll ich mich denn hinhocken, wenn ich sitze? Soll ich mich dann auf den Boden werfen? Also springen, ist das denn? Ja, das ist nicht hoch. Ha. Ach, ich muss es gedrückt halten, okay. On, off? Kann auch zwei nehmen. On, off? Wie ist on, off? Was heißt on, off? Ja. Bist du an? Ist sie an? Schießen. Die, ja, siehst du das selber? Halt doch mal irgendwo hin. Da, hier so. Ach so. Schmerzkeks. Aber ich muss mich hinstellen. Das geht nicht. Wieso brauchst du zwei Taschenlampen? Die Frage ist, warum nicht? Das ist auch geschummelt. Ja. Mein so, ich gehe wieder in den Stand und ich schiebe jetzt mal. Ich raff jetzt erst, dass ich zwei Trigger-Dinger habe. Du hast zwei Dinger in der Hand und hast somit zwei Hände. Nee, ich meine an einem Dings zwei Trigger-Knöpfchen zum Drücken. Egal, wir suchen Knöpfchen. Ja, ein Griff, womit du hältst und einen, womit du schießen kannst, wie ich vorhin sagte. Ja, glaubst du, habe ich zugehört? Okay, auch interessant. Ich glaube, wenn du gehst, dann machst du einen Augen. Was? Ich mir gerade auch gedacht, was? Ich habe gerade nichts gehört. Alter, okay. Nein, das ist also, nein. Okay, eine Taschenlampe, ja? Ja, ist mir. Du machst das schon. Wieso wir? Komm mit jetzt. Ja, ich bin hinter dir. Okay. Ich bin hinter dir. Ob man die Knöpfchen erkennt? Das werden wir sehen, wenn wir sie. Ah. Oh Gott. Hast du es auch gesehen? Ja. Lasst mich in Ruhe. Was war das denn? Ich will nicht gucken. Ich suche einen Knopf. Ich will nicht gucken, ich suche einen Knopf. Ja. Sollen wir uns aufteilen? Oh Gott. Ich höre jemanden kichern. Geh aus meinem Gesicht. Hier sitzt jemand. Hallo. Hey, Brudi, oh, der sitzt schon länger da. Hast du einen Knopf gesehen? Oh, da ist was auf deinem Gesicht. Wenn du die weghältst, die Taschenlampe. Hey. Oh, es leuchtet. Der hat hey gesagt. Hey, geht's dir gut?
geht's dir gut? Naja, ich sehe nichts mehr. Ich habe die Orientierung verloren, weil ich kurz runtergeguckt habe. Okay, da glaube ich. Ja, von da sind wir gekommen. Ich höre irgendwas. Ich auch. Als wenn was marschieren würde. Könnte sein, auf dem linken Ohr höre ich meinen Mitbewohner Staubsaugen. Also kann ich mich orientieren. Ich müsste jetzt links von mir meine Tür haben. Wo bist du? Oh, hier ist eine Hütte. Das ist eine Hütte. Okay. Die wackelt. Nee, das ist die Tür. Die knallt. Hallo. Ja, super, knallende Türen. Super Nummer. Also, zwei Knöpfe gibt's, ne? Wieso liegt hier eine Taschenlampe? Wieso legt hier Strom? Da draußen. Das sah aus wie ein Schatten von einem Monster-Eichhörnchen. Monster-Eichhörnchen? Meinst du, die Piri spielt doch mit? Heimlich. Stimmt. Und das hier ist die weiße Tür, die geheime. Welche weiße geheime Tür? Wo siehst du eine weiße Tür? Das da? Das da. Sollte Boden-Trapdoor-Dingens sein. Achso. Ist hier aber kein Knopf. Nee, der muss ja irgendwo draußen sein. Draußen heimlich versteckt, ja. Kann ich auch rennen irgendwie? Oder ist das schon Rennen? Du rennst doch. Ja? Kann den Hebel komplett nach vorne drücken, ist Rennen. Du kannst noch weniger drücken, dann läufst du langsamer. Okay. Ich sehe was. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was, was du nicht siehst? Oh Gott, hier steht was. Vielleicht, ach so. Vergiss es. Vergiss es. Ich am Anfangspunkt angekommen. Nein, nein, lalala. Ich habe nichts gesagt. Okay, wir trennen uns. Ich gehe hier rum. Verlass mich nicht. Ah, zu spät. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich einfach nicht. Da ist ein Baum umgefallen. Kaputt. Oh, was ist das? Der Boden glitzert. Ich habe was gefunden. Was ist es? Ich komme einigermaßen zurück, um hoffentlich dich zu sehen. Ich glaube, da leuchtest du. Bist du das? Ja, ich habe meine Taschenlampe erhoben. Es ist irgendwie so anstrengend, ist die nach unten zu halten. Ja, ich glaube, nach oben sehe ich die aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich bin so an dem Rand. Das ist schon mal gut. Irgendwas passiert. Ah, ich habe dich. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Ich komme zu dir. Lauf da einfach weiter, lauf da einfach weiter. Ich höre hinter mir Getrappel. Neben mir, da läuft was. Gucken. Es war nur eine riesige Spinne. Okay. Ich glaube, der mag Spinnen. Die sind immer überall. Oh, was ist das? Ja, spinnig oder was? Ein Knöpfchen. Du kannst im Übrigen auch einfach die Hand auf Hüfthöhe machen, ne? Dann müsste Switch activated. Okay. Dann muss die Taschenlampe wieder normal sein. Oh, warte, ich ruckel. Okay, bin wieder da. Sehr gut. Ja, ne? Du hast nichts gefunden? Nein, tut mir leid. Oh. Hoffentlich ist das nicht der dritte Switch gewesen. Das war mal mehr mittig, ne? Glaube ich. Ich habe meine Taschenlampe aus Versehen losgelassen. Ja, hier ist das Haus. Hier ist ein Switch. Nee, doch nicht. Nein, ist schon gut. Vergiss es. Das ist Start zum Startpunkt wieder. Nein, nein, da vertust du dich. Achso, oh, ja, nee, alles gut. Da glaube ich jetzt einfach. Dann. Das ist doch gar nicht so groß hier, oder?
Nee. Deshalb wundert es mich, wo denn der dritte... Oh, hi. Hi, wer? Ich laufe jetzt ganz an den Rand. Warum läufst du vorbei? Ich? Okay, die Tür ist nicht aufgegangen. Mit dem Switch. Also ein Fake-Switch. Vielleicht. Beziehungsweise einer... Ach so, vielleicht habe ich mich doch vertan. In meinem Tran. Einer lässt die Tür erst erscheinen, oder? Ja, aber die Tür war doch schon da. Oder nicht? Ist das? Weiß ich nicht. Ich springe hinter die Welt. Oh, was ist das denn? Oh, guck mal. Ich will da hin. Was ist das? Was hat er da getestet? Er hat bestimmt irgendwelche Sachen getestet. Bist du am Rumbacken? Ja. Oh. Das könnte auch die untere Welt sein, wo wir noch reingehen, dass wir dahin teleportieren. Ich habe einen Knopf gefunden. Ich drück den mal. Musst du den auch drücken? Ja, muss ich. Wo bist Open Salador. Warte, ich. Ja, ja, ich sehe dich. Du siehst mich? Ich komme. Welcher über dir? Oh, okay. Jetzt, wenn wir jetzt nicht keinen Fake-Knopf hatten, müssten wir jetzt da durchkommen, oder? Ja, es klang auch irgendwie danach, als wenn sich irgendwas da vorne bewegt hätte. Ich folge deinem Puschel. Ja, als ob ich jetzt wüsste, wo die Hütte ist. Okay, da hat uns was überholt. Wir haben nichts gesehen. Wie immer. Hier wird was rot, warum wird sie rot? Oh, da ist wieder der Eichhörnchenschatten. Es war doch die Tür. Na siehste. Dann? Oh Gott. Hey, Ladies first. Oh, Gott sei Dank. Keine mega krasse Fallanimation. Ich bin auch da. Langweilig. Hä, das, guck mal, jetzt ist da eine Leiter. Das sieht aber aus, als würde ich Gott weiß bis wohin fallen. Hier ist dunkel. Habe ich nur noch... Achso, ich halte nur noch eine Taschenlampe. Die rechte hat gar nichts. Die zweite, da. Oh, hallo. So. Hast du ihn jetzt noch? Ich hab eine, ja. Hi. Ja. Guten Tag. Salvation lies there. Was? Oh nee, da gehst du hin. Ich will da nicht hin. Mal ganz kurz den Sound wieder ein bisschen lauter machen. Das ist ja ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt allerdings. Eigentlich müsste ich das auch. So. Oh, hi. So. Die macht nix. Die macht nix? Eine Taschenlampe. Habe ich die auch in der Hand? Ja, okay. Ja. Oh, warte, ich wackel. Okay, das wäre gut. Oh, die macht nichts. Das sieht so aus, als hättest du zwei leuchtende Hupen. Oh. Ich komme da nicht raus, oder? Du musst das anklicken. Habe ich. Achso. Achso, das war jetzt der erste Albtraum. Jetzt kommt der zweite. Der yes. Bunker. Im zweiten Albtraum. Ja, der Bunker. Findest du dich in einem geheimen Untergrundbunker? Gerüchte sagen, dass da paranormale Wände stattgefunden haben. Berichte seit Wochen da kein Zeichen mehr von Leben vom Personal, die da gearbeitet haben. Was muss da schief gegangen sein? Um da wieder rauszukommen, muss schon wieder die weiße Tür finden und da durchgehen. Power grid in this bunker is about it. Die Stromzufuhr ist dabei zu kollabieren. Nimm am besten eine Flashlight mit. Okay. Paranormale Experimente?
bist du da entstanden? Ich? Flashlights, Flashlights. Ganz viele Flashlights. Hast du deine noch? Hör mal auf, hier zu Dingsen. Erst schaffen, eine Taschenlampe aufzuheben. Wenn ich denn den richtigen Knopf drücken würde. Greifen. Ja. Alarm! Ja, Alarm, ich bin außerhalb meiner Spielzone. Ach, doch, okay. Okay. Ich gehe einfach mal. Oh, ich bin hinter dir. Okay. Ist das eine weiße? Ne, ist gar keine Tür. Fast weiß. Ja, ist transparent. Ja. Ich glaube, wir laufen ineinander. Ich sehe dich nicht. Was, du siehst mich nicht? Ich sehe dich einfach nicht. Das ist gut. Okay. Ich titsch. Hey. Hinter dir. Neben dir. Entschuldigung. Jetzt habe ich Gänsehaut. Das ist ja eklig. Wo kam er denn hier? Von hinten kam er her. Ja, nee. Was? Ja, schön, dass du mich sehen kannst. Ich denke nicht. Behind me? If I were you, I would log off VRChat now. Nee. Nee. Geh mit mich. Tut mir leid. So schnell wirst du mich nicht los. Ich ruckel. Ich ruckel nicht mehr. Achso. Ich sehe Schatten. Wo ist der Text? Da ist Text hinter. Exodus. Which to be allowed. Du musst ein Knöpfchen drücken, um guck da. Mal die Taschenlampe runter, guck dabei hinter. Ja, das sehe ich. Das gefällt mir aber nicht. Das gefällt dir nicht. Ist der da? Also. Das ist ja auch zu. Access point, das switch to be allowed. Was? Ja, ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Was ist das? Ein Minotaurus, der mit einer Spinne geschlafen hat? Nee, Centaurus? Centaurus? Ich weiß gar nicht. Oh, maybe. Okay, ich sehe hier keinen Knopf. Ich sehe da links eine kaputte Scheibe. Oder soll das da ein Knopf sein? Nee, das war Alarm, hier ist was offen. Das vorhin auch. Warte, ich komme von der anderen Seite. Oh, das habe ich nicht gesehen. Gar nicht. Was steht da? Du musst ein Knöpfchen drücken. Ein Knöpfchen drücken. Und Achtung, Schutzbrille tragen, ne? Okay, machen wir. Ja. Hier ist ja hell drin. Hier ist ja hell drin. Ja. Ah,
Hauptsache, du schreist jetzt mit dem Gesichtsausdruck. Oh mein Gott. Das sehe ich nicht. Total erschrocken. Auch beide weit aufgerissen. Passend, finde ich gut. Oh, links ist ein Knopf. Will ich den drücken? Testsektion 237. Noch 379 Meter sind wir unter der Erde. Im Falle von Fehler, please informiere Sektion 142, Case of B91, Deckage, please. Was? Da? Ich wollte nur gucken, was wir aufheben können. Decontaminate, ja. Hey. Da ist ein Switch. Ja. Aber du wolltest nächsten hier... Gang ist noch, nächsten Gang ist noch ein Switch. Dann gehen wir doch zu beiden hin. Okay. Wenn du sagst. Switch aktiviert. Warum muss man das denn? Oh. Hi. Du, Fendi? Ich bin wieder da. Ich war ganz kurz. Ich war kurz in der realen Welt. Warum? Weil ich mich kratzen wollte und ich an den Knopf gekommen. An welchen Hallo? Knopf? An den, wo es zur realen Welt wieder zurückgeht. Ich habe aber mal gesehen, dass ich mit der Wand spreche. Nee, den anderen. In Mixed Reality? Ja. Du bist weg? Ich kann da nicht mehr hin? Was? Da ist eine Wand runtergegangen. Ja, aber es ist doch sonst mal alles getrennt. Fuck, dann gehe ich den Knopf drücken. Ich gehe nochmal zum anderen Knopf. Oh, ich höre was. Bei mir ist die Wand... Bei mir ist die Wand jetzt wieder auf. Ich komm zu dir. Nee, hier nicht. Wo bist du denn? Ich bin am Anfang. Okay, ich komm mit. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das war der falsche Knopf. Aber wir haben beide gedrückt. Ja, da bist du jetzt auch. Oh Gott. Oh Gott, Treppe ab. Oh. Wo bist du? Ich bin... Wo am Anfang bist du denn? Okay, ich bin am Startszenario. Ich habe den Startknopf vor mir. The Bunker in the second nightmare you find yourself in. Ja, ich habe den Knopf gedrückt und dann wurde ich getötet von diesem Riesenbiest. Naja gut, dann... Dann drücke ich jetzt den Knopf und komme wieder rein, oder was? Ja, mach mal. Ich bleib mal kurz hier stehen und versuche, an meinen Kaffee zu kommen. An den Kaffee, ja, ist es denn? So. Hauptsache, ich habe immer noch meine Touchpad gehört. So, hier ist ganz schön dunkel und einsam. Eins. Sehen. Was kannst du sehen? Deine Füße? Nee, meine Füßchen. Ich nicht, ich habe einen Bauch davor. Ja, Treppe mal wieder runter. Ich höre Vögel, aber ich glaube, das ist bei mir draußen. Ja, ich glaube nicht, dass es hier Vögel gibt. So, das ist... Tür. Da vorne den Schatten. Ab geht's wieder an diesem Ding da. Aber ich sehe dich. Dann gehe ich mal hinter den hinteren Knopf drücken, ne? Ja. Und dann kommst du, wenn du das gemacht hast, kommst du wieder hier hin. Yes. Okay. So war der Plan. Also nicht gierig sein und beide Knöpfe drücken. Gut.
Ah, bei mir steht sogar noch Switch activated. Da muss ich noch nicht mal drauf drücken. Dann kommen Sie. Ich bin auf dem Weg. Ich krieg Hunger. Ich auch. Hm. Ich habe extra nichts gegessen, damit mir nicht schlecht wird. Also damit da nichts rauskommt, wenn mir schlecht wird. Das funktioniert nicht. Wo bist du? Ach, da bist du. Bin hier. Das funktioniert bei mir. Hey, Macarena. Hi. Achso, das sah gerade aus wie Augen. Hoch? Ja. Ich habe gerade gedacht, das wären Augen im ersten Moment. Und? Müssen wir uns hier, dürfen wir uns schreddern lassen? Aber knapp. Okay. Ja. Aber auch knapp. Da gehe ich nicht durch. Ich weiß ja nicht, ob. So, wann das jetzt schafft. Weiß es nicht. Der ist einfach da durch. Ich hab überlebt. Alles Illusion. Alles Illusion. Vielleicht. Vielleicht. Also, die ist alles Illusion. Zwei Hälften. Mhm. Achso, ja, Taschenlampe an. Klick, nicht klick, klick. Switch aktiv. Du tappst. Du reißt schon wieder in der Gegend rum. Ich muss meine Taschenlampen aufsammeln. Switch activated. Und jetzt müssen wir wieder zurück in die Höhle, wo der Kerl war, ne? Ich denke. Ich weiß gerade nicht, ob ich wieder mit der Wand spreche. Ich habe mir hier eine Frage mit. Was ist da passiert? Was war das? Ich habe mich nämlich gerade auf meinem Drehstuhl gedreht. Was ist da kaputt gegangen, oder? Oh, wir werden sehen. Ich laufe da jetzt einfach durch. Ich glaube, wir haben uns so viel Gedanken gemacht. Vielleicht. Ich denke, es ist so dunkel. Vielleicht auch mit den Taschenlampen dann da leuchten, wo ich laufe. Ja, aber es ist in der Tat nicht so weit von diesen Taschenlampen. Ich muss die aber so verkrüppelt halten, damit ich auch was sehe. Also jetzt im. Also ich habe meine Hände gerade hängen. Und muss dann so ein bisschen anwinkeln und dann passt das gut. Hängend, okay. Hey, Herr Brody. Wo war denn die? Die war da hinten, ne? Links, da wo Laser steht. Ich habe Angst, wenn da Laser steht, dass da. Was? War das nicht rechts? Was hier denn? Ja. Ich habe eine Taschenlampe zurückgelassen. Ja. Ja. Wenn da Laser steht, dann ist das jetzt bestimmt die Epilepsie-Warnung. Danger. Danger. Containment has failed. Ich bin hinter dir, lauf mal. Okay. Ja, 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 ja. Oh, ich hab meinen Controller aus der Hand verloren. Oh, das ist ein Party. Geil, Techno. Kann ich hier was machen? Das ist eine fliegende Pille. Oh mein Gott, sie hat die weiße Tür, über die weiße Lampen, Tür. Über komische Lampen aufgeregt. Oh, hi.
Haben wir verkackt? Ach, das war's. Nee, The Clock Tower ist das nächste. Oh, wir haben nicht verkackt. Okay, es muss so sein. Gott sei Dank. Der, wie heißt denn das? Der Uhrenturm. Nee, wie heißt das wirklich? Der Uhrenturm. Das hat doch einen anderen Namen. Hast du Angst vor Höhe? Ja, ich habe eine halbe Höhenangst. Ich habe, ich muss unbedingt draufgehen, um dann von oben zu sagen, oh Gott, ist das hoch. Im dritten und finalen Albtraum bist du in einem alten Uhrenturm. Das heißt nicht Uhrenturm, ich komme gerade nicht drauf. Jetzt in der Danger, der davor steht zu kollabieren. Unglücklicherweise. Zeit Tower? Nein. Wie heißt denn das? Hier so Big Ben, was sagt man denn dann? Das Turmuhr? Turmuhr. Nicht Uhrenturm, Uhrentower, wie auch immer. So, wo war ich denn jetzt? You have to climb on the... Muss aber nach ganz oben klettern, um so weit zu kommen. Das ist der einzige Weg, um dem Albtraum zu entfliehen. Behalte deine Bonbons und fall besser runter. Der Akku deines Quest 3S ist fast leer. Ja. Das steht da nicht, aber das kam vor meinen Augen. So proceed slowly. You're afraid of giant spiders. Du musst ruhig und langsam gehen, außer du hast Angst vor Spinnen. Ja, dann ich gehe da mal schnell und ich habe keine Tasche noch mehr. Was? Wolltest du einen haben? Ach nö. Oh. Okay. Mit A rechts. Behind you. What is behind me? Hinter mir ist nichts. Alter, ich bin fast runtergefallen. Das war aber auch hässlich. Also ich musste dann die Augen zumachen, weil das zu nahe in meinem Auge war. Im Gehirn. Ja, so gut wie hier. Wie hoch geht? Ach du Scheiße, guck mal da oben. Ja, deswegen stand er ja unglücklicherweise, musst du bis ganz nach oben gehen. Hier. Tschüss. Hi. Vielleicht drehe ich mich jetzt wirklich mal auf meinem Drehstuhl mit rum. Wer hat sich hier umgebracht? Ja. Was ist dort anders vorbei? Nee, ich glaube, ich drehe mich nicht auf meinem Drehstuhl mit. Das wird ja. Hab ich mich erschrocken. Ja, ich wäre fast daneben gefallen. Komische Geräusche, gehen wir lieber vor. Genau. Oder soll ich vorgehen? Frau Schicken, nö, jetzt bin ich ja schon am Weg. Nee, du bist diejenige, die aufnimmt. Das hat doch damit nichts zu tun. Na klar. Du schickst dir einfach die Frau vor. Alles gut, dann gehe ich halt vor. Hast du es gesehen? Die dicke Spinne? Ja, die habe ich leider gesehen. Hier tickt eine Uhr. Es könnte sein, dass wir in einer Turmuhr sind. Das, guck mal da oben. Huch, was? Hi. Was? Hi. Ich brauche nicht keine Taschenschlappe, ist doch hell genug. Na, hab ich schon am Kotzen oder was ist das? Hi. Puh, ich atme es weg. Ah, dann sollte man nicht mehr allzu lange machen, ne? Aber sind ja schon im dritten Albtraum. Wir sind ja schon im dritten Albtraum, das ist gut. Ja. Und das, die Welt heißt drei Albträume. Oh, da ist ein Loch. Ja. Oh. Los. Ich hab verkackt. Bin tot. Wie tot? Ja, ich bin wieder am Anfang. Ich komm wieder hinterher. Vollgas raus. Irgendwas hat mich wohl gerade tödlich verletzt. Nein, oh nein. Oh Gott, ich kann da nicht hingucken. Ich kann da nicht hingucken. Oh Gott. Vielleicht war es auch die Spinne, ich weiß nicht. Oder man darf nicht fallen. Ja, ich bin aber gerade doch recht arg gefallen. Vielleicht ist es dann die Spinne. Ich habe keine Ahnung, was mich gerade gekillt hat.
round and round and round. Ja. Spinne, lass mich zufrieden. Hab dir nichts getan. Und du willst mich nicht essen. Ich schmeck mich. Was weißt du doch gar nicht. Klar. Das ist auch eine hässliche Spinne. Entschuldigung, habe ich dich gesagt. Du bist ganz süß. Gibt's auch hübsche Spinnen? Ich weiß ja nicht. Süß. Klar. Es gibt die, diese ganz kleinen mit den vielen Augen, die so flauschig sind. Hm. So. Hier bin ich. Jetzt habe ich einen Drehwurm. ich habe einen Drehwurm. Ich habe einen Ring an. Hey. Hä? Ich habe hier einen Ring an. Einmal, ich muss mal kurz stehen bleiben. Du hast einen Ring an? Mhm. So. Ich hab einen Drehwurm, ne? Das war jetzt gemein. Na toll. So, wo ist das Vieh? Keine Ahnung, aber ich bin gerade gefallen, weil meine Treppe sich verändert hat. Könnte ich auch laufen, wenn ich nach vorne gehe? Hat eine Spinne. Du meinst, wenn du dich in echt bewegst? Oder was? Ja. Ja, bis du in deine Begrenzung reinkommst, ne? Achso. Also wenn ich eine riesen Halle hätte, dann könnte ich mich frei bewegen. Ja, das ist das Nächste, was wir machen, aber du lässt dich auf nichts ein. Was? Ich hätte dir erstmal was anderes gezeigt. Anstatt voll in die VR zu gehen. Ich war hier Tutorial da. Man will doch mal was tun dann hier. Dann hört dich unter VR-Chat, VR-Chat. Ne? Oh nein! Oh Gott, oh! Oh. Müssen wir gleich wieder hochlaufen? Ich bin wieder gestorben. Was heißt denn gestorben? Ich falle ein Stück. Ich falle halt ein Stück. Ja, vielleicht habe ich die Spinne erwischt. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist die Spinne. Ich bin gerade direkt wieder gestorben. Was ist das mit dir und der Spinne? Mich lässt die in Ruhe. Tja, ich bin der Dickere von uns. Aber da braucht die doch viel mehr Spinnennetze, um dich einzuwickeln. Ja. Anscheinend hat die mich mit einem Haps direkt weggemacht. Ich sehe mich hier auch nirgendwo hängen. Oh Gott, wenn ich da jetzt hochlaufen muss, dann kotzt mir oben an. Ich guck gar nicht hoch, ich mache einfach. Ja, ich auch, aber es geht halt immer nur rechts hoch, rechts hoch, rechts hoch. Ja. Und das ist halt, ich drehe mich halt im Kreis in echt. Ach so, ja, ich habe das ein bisschen gemacht und dann habe ich gemerkt, so, nee, ich nehme den rechten Schalter. Das funktioniert nicht so gut bei mir. Also das mag ich nicht. Da wird mir richtig schlecht oder so. Oh, Spinne. Ich hab nicht gesehen, wie lief. Also hat es mich erwischt. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist ganz schön hier oben. Ne? Schön. Das ist das Schöne. Oh, ich höre die Spinne wieder. Ich bin sogar in Kaffee-Richtung. Also, aber die okay, das heißt, kommen. Eigentlich muss ich nur immer in den Ecken bleiben, wenn die Spinne kommt. Was zur Hölle? Ich habe Kaffee getrunken und habe vor der Tür auf dich gewartet und die Spinne hat mich gehauen. Das war nicht dein Scheiß. Gestorben? Ja. Das ist doch nicht dein Scheißernst. Ja, und wartest du auch und gehst ja nicht weiter? Weil das die weiße Tür war. Die weiße Tür. Also wenn ich oben bin, gehe ich da direkt durch. Ja, dann mach das. Ich mach nicht mehr. So ein Scheißdreck. Ich wäre da also, safe. Arschloch. Brille wieder richtig aufsetzen. Ich war gerade im Kaffeemodus. Oh, Gott, war nur Seite. So.
Geh weg, du Drecksvieh. Ah, da ist die Tür. Hi. Ah. Dumm, die dumm, die dumm. Ich verrate dir auch nicht, was hier ist. Wahrscheinlich nur fürs Spiel. Da wird eine wahre Erkenntnis hinter sein. Oh ja. In VR-Welt. Was da kommt. Ist. Leckst mich doch am Arsch. Ich bin nicht im selben Raum wie du, sorry. Und dann auch nicht. Ich rede mit dieser Kack-Drecksspinne. Du musst immer nur, wenn du so hörst, in der Ecke bleiben, dann funktioniert's. Okay. Okay. Geh weg. Na, wie sieht's aus? Ja. Nach Treppe sieht's aus. Ja, ich habe gerade hochgeguckt. Hol dir mal einen Kaffee. Eins ist auf jeden Fall doof. Was? Oh Gott, ich hab mich gerade erschrocken, ich hab was gesprochen. Rauchen! Ist sehr kurios. In VR? Ja. Hm. Wieso? Nee. Weil du siehst die Zigarette zwar in deiner Hand, also wenn ich ein bisschen rausgehe, aber irgendwo dazwischen fehlt sie. Was auch nicht ganz so gut ist, die Zigarette unter die Brille zu halten, aber egal. Nee, das ist doch nicht so gut. Ich bin bald da. Ich höre das Ticken immer lauter. Wo ist das Vieh? Wo ist sie? Ja, ich bin mal weg. Hängt mir auch schon im Bild. Oh Gott. Nichts passiert. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Tür, öffne dich, wie öffne ich? Oh Gott. Was? So, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, sag ich doch. Hey, es ist schön, dich zu treffen. Du bist jetzt sicher. Danke, dass du meine Welt besucht hast. Ja. Traveling Zombie was hier, der heißt doch immer anders irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Ist der das? Beim letzten Mal stand auch irgendwas mit Zombie. Hm? Das ist, auf jeden Fall heißt der jetzt anders. Also derjenige, der bei uns kommentiert hat, heißt anders. Der heißt You Are Amazing. You Are Amazing, stimmt. Mhm. Und ich habe immer einen Ohrwurm, auch wenn das gar nichts damit zu tun hat. Aber kennst du 10 Stunden Video von You Are a Pirate? Nee. Kennst du nicht dieses? Wie man singt, you are a pirate. Sagt mir jetzt nicht.
Ja, genau. Und immer aber wenn du hast, du, warte, du hast auf jeden Fall das erste Mal VR-Chat in VR gemacht. Ja, und ich habe nicht gekotzt. Noch nicht. Nein, werde ich auch nicht. Nee, hör auf, sonst kommt mein Gehirn wieder nicht klar, dass es was sieht, aber nicht fühlt. So, ich muss jetzt noch da hingehen und zeigen, was da ist. Ja, den habe ich gesehen. Den kann ich jetzt zeigen. Was ist das? Den tue ich. Hast du runterladen gedacht oder was? Das sind die Samples, die er benutzt hat. Das wackelt schon wieder in meinem Ohr. Die habe ich gesehen. Das sieht komisch aus. Wenn du die Handtaste unter die Flashlight gegriffen hast, greifst, zeigst du auch so ein bisschen. Was? Die Katze hat eine komische Stimme, hast du es gehört? You are safe. Safe. Was ist das denn? Back to the start? Was jetzt, da drücke ich jetzt drauf. Because some great assets are here for this world. Da gibt es zwei Knöpfe. High Quality Mirror, Low Quality Mirror und Start.